Ahoi, ihr wunderschönen Menschen da draußen vor dem Bildschirm. Ganz herzlich willkommen zu einer angekündigten kurzen Plauderstunde heute gemeinsam mit mir. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Im vergangenen Video hatten wir uns mit den Möglichkeiten der Linderung der Beschwerden des chronischen Erschöpfungssyndroms bzw. der myalgischen Enzephalomyelitis auseinandergesetzt. Und wir hatten dabei festgestellt, dass sogar die berechtigte Hoffnung auf das Erreichen einer Remission, also auf Heilung besteht. Zumindest zeigen das inzwischen sehr viele Studien. Und in diesem ausführlichen, etwas längeren Video hatte ich eine Anekdote bzw. eine Fallgeschichte ausgespart, einfach weil ich Angst hatte, dass diese zwischen den ganzen vermittelten Zahlen, Daten und Fakten wirklich buchstäblich untergehen könnte. Und ich glaube, dass diese aufgrund ihrer großen Erzählkraft wirklich wert ist, eben an prominenter Stelle berichtet zu werden. Grundsätzlich weiß ich, dass die ganzen Studien und vor allen Dingen Statistiken, die ich hier immer wieder anführe, für viele Leute da draußen sehr abstrakt bleiben. Und das ging mir früher auch so, vor allen Dingen natürlich auch, wenn man vielleicht über keine medizinische oder wissenschaftliche Vorbildung verfügt. Dann ist das wirklich ein großes Rätsel eben, wenn ich dann sage, schaut doch mal her, diese Skala oder jener Score haben sich um so und so viel Prozentpunkte reduziert. Es kam zu signifikanten Verbesserungen. Dann ist eben sehr häufig die Frage von Selbstbetroffenen, ja Thomas, das ist alles gut und schön, aber übersetzt uns das doch mal. Was hatte das für Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten? Was konnten die vielleicht jetzt tun, was vorher nicht möglich war? Was hatte das für Auswirkungen und Konsequenzen auch auf die Beschwerden und Symptome? Und das ist immer so ein großes Problem eben bei diesen Studien. Natürlich sind diese absolut unerlässlich, einfach auch um einschätzen zu können, welche Interventionen für einen Großteil der Stichprobe effektiv sind und auch natürlich, was die Effektstärke betrifft, also wie stark wird eine Intervention sich eben auf die Symptome auswirken. Auf der anderen Seite bleibt eben das Ergebnis immer relativ blass und abstrakt. Und viele behalten dann auch so eine Art Zweifel noch im Hinterkopf. Und ich selber durfte diese Erfahrung machen, als ich selber auf dem Höhepunkt meiner Erkrankung war. Dann habe ich zwar viele Studien verschlungen, aber was mich eigentlich mitgerissen hat, waren wirklich die Fallgeschichten, egal ob mit der speziellen Kohlenhydratdiät oder mit anderen Interventionen, weil man dort einen direkten Anknüpfungspunkt finden konnte. Wenn die Leute beschrieben haben, zum Beispiel, wie sie das erste Mal seit Jahren wieder Dinge tun konnten, die sie vorher geliebt hatten, mal wieder in den Bergen waren, auf einem Berggipfel oben saßen, die Morgensonne beobachteten oder vielleicht seit langer Zeit sich wieder dazu getraut haben, einen entfernt von ihnen wohnenden Verwandten, den sie sehr gern haben, zu besuchen. Das waren wirklich diese Dinge, die mich mitgerissen haben und die auch in mir die Motivation gepflanzt haben, es diesen Leuten gleich zu tun. Vor allen Dingen, wenn sie vorher über ähnliche Beschwerden berichtet hatten, unter denen ich damals selbst litt. Und das weiß ich auch von euch da draußen, weil ich nun regelmäßig E-Mails kriege, sehr viele am Tag übrigens, seht es mir nach, dass ich nicht alle beantworten kann, dass dann Leute mir schreiben, Mensch Thomas, alles gut und schön mit den vielen Statistiken und natürlich sind die randomisierten und kontrollierten Studien und die Meta-Analysen ganz klasse, über die du berichtest. Aber was mir eigentlich so den Tritt in den Hintern verpasst hat oder wirklich mich dazu bewegt hat, eine Intervention auszuprobieren, das waren deine Videos, in denen du mal wieder wandern gehst, in denen du uns das Gebirge zeigst, wie du Sport machst am See oder wenn du freudestrahlend darüber berichtest, was du am Wochenende mit deinen Mädels unternommen hast oder wie du im Urlaub warst, paddeln, Fahrradfahren, was auch immer. Das sind einfach ganz andere emotionale Momente, die dadurch auch erzeugt werden durch solche Geschichten und deswegen ist es mir heute so wichtig, um jetzt den Bogen zu bekommen, sonst wird das Video doch wieder länger, euch diese Fallgeschichte etwas genauer vorzustellen. Hier wird über ein junges Mädchen berichtet, und zwar von demselben Autorenkollektiv bzw. einem Teil dieses Autorenkollektivs. Das sind Wissenschaftler um den Professor Michael Maas,
habe ich so einiges zu diesem Mann schon in dem größeren Video jetzt zu CFS erzählt. Das ist wirklich ein absoluter Pionier auf dem Gebiet der Erforschung der Krankheitsmechanismen bei CFS-ME und aber auch wirklich ein Fürsprecher der Patienten. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Wir sollten diesem Mann wirklich dankbar sein für seine ganze Arbeit, wie er auch der Stigmatisierung entgegentritt und wirklich sagt, nein, CFS-Patienten haben es eben nicht im Kopf, und er erklärt auch sehr schön, wie es dazu gekommen ist. Auf einige Punkte gehe ich dort auch in dem vergangenen Video ein. Und Michael Maas und seine Wissenschaftlerkollegen haben sehr zeitig den Fakt etabliert, dass bei vielen Betroffenen von CFS-ME eine Störung der Darmbarriere vorliegt. Eine Störung der Darmbarriere, wir sprechen sehr häufig in diesem Zusammenhang auch vom Leaky Gut-Syndrom, und diese ermöglicht eine Translokation gewisser Endotoxine, nämlich der Lipopolysaccharide. Dann reagiert das Immunsystem auf diese Lipopolysaccharide, die sich eigentlich in den Membranen von gramnegativen Bakterien in eurem Darm befinden. Und wenn diese eben die Darmbarriere durchdringen können, gelangen sie in euren Organismus, und das Immunsystem fängt an, richtig rumzuspinnen. Das war eine erste Beobachtung, und einen zweiten Schritt, wie Wissenschaftler das eben so tun, wird geschaut: Wir finden dieses Phänomen bei den Patienten. Was passiert denn, wenn wir dieses Phänomen beeinflussen mit einer Intervention? Und hier hatte ich eine Interventionsstudie vorgestellt, wo Maas und Kollegen eben über verschiedene Wirkstoffe, sie nutzen das Akronym NIOS, das sind natürliche antiinflammatorische Substanzen, erstens die Darmbarriere reparieren, Entzündungen reduzieren. Und gleichzeitig setzen sie auch noch eine sogenannte Leaky Gut-Diät ein, um wirklich die Darmbarriere zu regenerieren und zu stabilisieren. Und die Ergebnisse waren wirklich absolut phänomenal, weil man eben die Beschwerden der Patienten mit CFS-ME parallel zur Stabilisation der Darmbarriere, die man eben über verschiedene Laborparameter beobachten konnte, sich die Beschwerden reduzierten. Der Score auf der Fibro-Fatigue-Scale hat sich dort auf ein Fünftel reduziert. Also das ist wirklich eine dramatische Auswirkung, wenn man das interpretieren möchte. Aber wie gesagt, es bleibt eben relativ abstrakt. Und genau diese Forscher berichten hier ganz eindrücklich über eine junge Patientin, und diese Geschichte hat deshalb so eine Erzählkraft, weil wir auf der einen Seite feststellen können, diese Erfahrung, die sehr viele von euch auch da draußen wahrscheinlich schon einmal machen mussten in ihrem Leben, dass man mit diesen Erkrankungen, und zu CFS-ME zähle ich jetzt auch sowas wie die Fibromyalgie, das Reizdarmsyndrom, das Mastzellaktivierungssyndrom, absolut in der Gefahr steht, dass die Beschwerden bagatellisiert werden und die Erkrankung psychologisiert. Und auf der anderen Seite ist sie deshalb so absolut imposant, weil sie eben auch zeigt, dass absolut Hoffnung besteht, immer und selbst bei drastischsten Fällen, dass sich alles zum Guten wenden kann und man wieder ein ganz normales Leben führen kann, wenn man eben nur an den richtigen Faden anknüpft. Dafür ist es aber notwendig, erstmal entweder in gute Hände zu geraten, dass einem Ärzte unter die Arme greifen, die sich richtig gut damit auskennen. Oder aber man selber sich durch ein jahrelanges Literaturstudium und natürlich auch Trial und Error durchkämpft, so wie ich das machen musste, um dann auch an diesen Punkt zu kommen. Also, fangen wir mal an. Ihr müsst euch vorstellen, es ist das Jahr jetzt 2006, und Michael Maas und noch ein Co-Autor sitzen in ihrem Arztzimmer und begegnen zum ersten Mal einer jungen Patientin, 13 Jahre alt. Die Tür geht auf, und es kommt ein junges Mädchen im Rollstuhl hereingefahren, beziehungsweise gefahren ist sie nicht, sie wurde geschoben von ihren Eltern. Und das Mädchen zeigte dann im Gespräch, stellten die Ärzte fest, das Mädchen zeigte alle klassischen Symptome, die kennzeichnend sind für das chronische Erschöpfungssyndrom, beziehungsweise viel eher noch für die myalgische Enzephalomyelitis. Nämlich das Gefühl, permanent an einem Infekt zu leiden, geschwollene Lymphknoten, ab und an Fieberschübe, Kopfschmerzen, eine lähmende Müdigkeit und Erschöpfung. Deshalb sitzt sie auch im Rollstuhl, weil sie aufgrund von Schwäche, Erschöpfung und Muskel- und Gelenkschmerzen weder stehen noch gehen kann.
Und zusätzlich hat das Mädchen noch Verdauungsbeschwerden, vor allen Dingen Bauchschmerzen, Blähungen und ab und an auch Durchfälle. Sie berichtet weiterhin über absolute Anstrengungsintoleranz körperlicher Natur, aber auch wenn sie sich kognitiv anstrengt, ist es nicht mehr möglich, einen Zeitschriftenartikel zu lesen oder geschweige denn Schulbücher. Sie kann die Schule nicht mehr besuchen, kann nicht an ihren geliebten Freizeitaktivitäten teilnehmen. War vorher eine Schwimmerin und ist auch sehr gerne zu Fitnesskursen gegangen, also wirklich auch ein sportliches, aktives Mädchen gewesen. Und weiterhin leidet sie noch unter Schlafstörungen, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und fühlt sich nach, also wenn sie dann doch geschlafen hat, überhaupt nicht erholt. So, und das ist die eine Geschichte. Wir finden also wirklich diesen klassischen Komplex an Symptomen, die CFS-ME kennzeichnen. Und auf der anderen Seite schildern die Eltern und das Mädchen eben die Diagnose Odyssee, die das Mädchen jetzt schon hinter sich hat und die wahrscheinlich ebenfalls sehr viele von euch da draußen kennen. Ich auf jeden Fall kann da absolut nur zustimmend nicken, wenn ich dann höre, was geschildert wird. Ganz ähnlich erging es mir auch. Und zwar begann die Geschichte dieses Mädchens ungefähr anderthalb Jahre früher mit einer ganz einfachen Pharyngitis, also einer Entzündung des Rachens. Und man glaubte tatsächlich, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes, das geht vorbei, das ist eben der klassische Infekt, den Kinder so häufig durchmachen. Aber nichts war. Die Symptome der Pharyngitis klangen nicht ab. Und komischerweise traten neue Symptome sehr schnell dazu. Eben geschwollene Lymphknoten, Schwäche, teilweise Übelkeit, die Bauchbeschwerden. Und diese verschlimmerten sich auch mit der Zeit. So, dass dann doch gesagt wurde, am Anfang hat man gedacht, ja, das ist eine Reaktion jetzt eben auf die Pharyngitis, das Immunsystem hat da vielleicht ein bisschen überreagiert und jetzt muss sich das Ganze erst wieder einpegeln. Aber die Beschwerden waren langfristig vorhanden und dann ging es, wie das eben so ist, erstmal zum Familiendoktor, zum Allgemeinmediziner. Der macht dann erstmal ein Blutbild, kann nichts finden und dann beginnt diese lange Odyssee. Als nächstes ging es in ein Universitätsklinikum. Also ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Zwischenstufen gab, aber das nächste, was vermerkt wird, ist ein Besuch im Universitätsklinikum in einer Abteilung für Innere Medizin. Und dort wird das erste Mal festgestellt, dass wirklich irgendein Parameter mal nicht stimmt. Und zwar stellt man eine Infektion mit Mykoplasma fest und behandelt dort mit Antibiotikum. Aber die Internisten können eben auch schon sehr schnell einordnen, ah, das ist eigentlich nicht wirklich erklärend für diese Beschwerden. Und das Erste, was dort schon mitschwingt, wir haben eben verschiedene Blutuntersuchungen und so weiter gemacht, Stuhltests. Es ließ sich nicht wirklich etwas finden, nur diese Infektion eben, die behandeln wir jetzt. Aber die ist nicht erklärend für diese massiven Beschwerden, über die das Mädchen berichtet. Und was war natürlich der Ratschlag, den vielleicht viele von euch da draußen auch so kennen? Wechseln Sie doch bitte die Abteilung und gehen Sie doch mit dem Mädchen zu den Psychiatern in die psychiatrische Abteilung. Lassen Sie doch mal gucken, ob es da nicht irgendwie ein Problem gibt in Richtung somatoforme Störung. Und dann muss man natürlich auch noch schauen, welche Art der Psychotherapie, der klinischen Psychologie, der Grundlagen der klinischen Psychologie dort angewandt wird. Das ist dann später nochmal ganz entscheidend. So, also hier begann schon eigentlich in einem relativ frühen Stadium schon diese Phase des Psychologisierens, dass man gesagt hat, ja, lassen Sie doch da mal drauf gucken, das Blutbild ist nochmal an. Das finde ich heute auch absolut, ich muss sagen, schon fast manchmal pervers, wenn wir Leute, also Zuschauer schreiben und sagen, Thomas, ich war beim Hausarzt, der hat das und das gemacht und jetzt soll ich aber und ich soll die Psychotherapie machen und hier, da ist teilweise überhaupt noch nicht umfassend untersucht worden. Beim Reizdarmsyndrom ist das häufig so, dass dann eben da wird geschaut, ist es Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, sind die Entzündungsmarker erhöht, teilweise wird noch nicht mal gespiegelt dann noch und ja, die Zöliakie-Antikörper und dann war es das eigentlich schon. So, aber da wurde noch nicht nach Nahrungsmittelallergien geschaut, da wurde noch nicht nach den Mastzellen geguckt und so weiter und so fort. Und schon in diesen frühen Stufen des diagnostischen Prozesses, der jetzt eigentlich wirklich einsetzen sollte, wird dann schon gesagt, ja, nee, sollte man mal mit der Psyche gucken und man weiß, was da dahinter steckt.
Zum Glück muss ich sagen, für dieses Mädchen, dieses 13-jährige Mädchen, haben sich die Eltern nicht auf diesen Vorschlag eingelassen, sondern haben gesagt, das ist uns jetzt noch, bereitet uns Bauchkrummeln. Wir gehen erstmal noch in eine andere spezialisierte Abteilung. Und zum Glück hat dort auch einer der Autoren gearbeitet zum damaligen Zeitpunkt. Und das war ein Spezialist eben für das chronische Erschöpfungssyndrom, die myalgische Enzephalomyelitis. Hier hat man auch schon die ersten Hinweise in die Richtung bekommen, dass es sich eher um diese Geschichte handelt, um diese Erkrankung. Und zwar konnte man zum Beispiel feststellen, erhöhte IgA- und IgM-Reaktionen auf die Lipopolysaccharide bestimmter gramnegativer bakterieller Gattungen. Das ist genau dieses Phänomen, was ich eben auch in dem großen Video beschreibe und mit dem die Autoren dann später, das wird dann deutlich später sein, eben auch die Interventionsstudien durchführten. So. Die Diagnose, die dann dort gestellt wurde, war ein Chronic Fatigue Syndrom aufgrund einer gastrointestinalen Dysbiose, also einer veränderten Darmflora hinsichtlich der Zusammensetzung, aber auch der Biodiversität. Allerdings wurde hier ein meiner Meinung nach nicht so ganz kluger Schluss für die Therapie gestellt oder gefasst. Denn man behandelte das Mädchen regelmäßig mit Antibiotika. Also das Mädchen bekam dann monatlich Antibiotikakuren verabreicht, um diese Dysbiose zu korrigieren. Und das führte auch zu symptomatischen Verbesserungen. Deswegen werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, warum sage ich dann, das Ganze war nicht so ein kluger Schluss? Weil man auf der einen Seite natürlich, wenn das Mädchen auf die Lipopolysaccharide aus gramnegativen Bakterien reagiert, die Beschwerden verbessern kann oder die Reaktion des Immunsystems verbessern kann, wenn man eben mittels Antibiotika alle Darmbakterien auslöscht. Das ist ja ganz logisch und liegt in der Natur der Sache. Das Mädchen hatte bis zum damaligen Zeitpunkt übrigens auch schon 10 Kilo innerhalb von wenigen Monaten 10 Kilo an Gewicht verloren und hatte auch große Probleme mit der Ernährung, was sie essen kann aufgrund der großen Darmbeschwerden. So, und dann kann man sich vorstellen natürlich, wenn man ausgeprägte Darmbeschwerden hat und auch noch unter einer starken Schwäche und Erschöpfung leidet, dann will man natürlich auch nicht viel essen, hat keinen großen Hunger und will natürlich auch vermeiden, dass es zu starken Bauchschmerzen oder Blähungen kommt. So, es kam erst dann erstmal durch diese regelmäßigen Antibiotikagaben zu symptomatischen Verbesserungen, aber einige Dinge hörten eben auch nicht auf. Die Kopfschmerzen, die waren noch genauso ausgeprägt wie vorher, die Erschöpfung blieb, die Darmbeschwerden, die verbesserten sich, aber das ist eben auch nichts Besonderes, weil wir wissen, das Reizdarmsyndrom zum Beispiel verbessert sich auch unter der Gabe von Rifaximin, also diesem lokal wirksamen Antibiotikum, und das Mädchen nahm auch weiter an Gewicht ab. Dann wurde das Mädchen noch in eine Abteilung für Ernährungsmedizin überwiesen, einfach dort, um den Gewichtsverlust aufzuhalten und einige Mangelerscheinungen, die man dort schon feststellen konnte, auszugleichen. Und danach sollte es noch in eine neurologische Abteilung gehen, weil man dort ausschließen sollte, ob vielleicht noch irgendetwas, das ist ja, ihr wisst das, bei allen Syndromen ist das der Fall, das sind Differentialdiagnosen, es müssen vorher alle anderen Alternativerklärungen ausgeschlossen werden. Und hier machte man unter anderem ein MRT und ein EEG und so weiter, das blieb dann alles ohne irgendeinen krankheitsrelevanten Befund. Und das Spannende ist aber jetzt, dass der Neurologe tatsächlich, der Chefarzt, der Neurologe, hier eine ganz interessante Diagnose stellte. Und zwar sprach er von also die Diagnose wurde gestellt der Konversionshysterie. Das ist ein Begriff aus der klassischen Psychoanalyse, geht also zurück auf Freud ursprünglich. Und zwar, dass hier die Abwehr eines Krankheitskonfliktes, also eines psychischen Konfliktes, zur Erzeugung der somatischen Symptome führt. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das Mädchen saß nicht im Rollstuhl und hatte eben nicht diese massiven, hatte Fieberschübe, Erbrechen und so weiter, weil es eben unter biologischen Störungen litt und weil vielleicht diese Infektion damals eben eine Reaktion des Immunsystems, eine überschüssige Reaktion des Immunsystems provoziert hatte,
sondern weil sie irgendeinen psychischen Konflikt abwehrte und sich diesen Konflikt nicht eingestehen konnte und dann auf ihren Körper verlagerte. Gibt es ja heute auch immer noch diese ganzen schönen Theorien, gibt es diese wundervollen Bücher, das meine ich jetzt sehr ironisch, wie Krankheit als Symbol, das ich musste mir auch mal anhören. Einige von euch da draußen wissen, ich habe eine Sehbehinderung, bin eigentlich auf dem einen Auge wirklich blind und das andere wird irgendwann folgen aufgrund einer Erkrankung. Und da musste ich mir auch schon mal anhören, dass es ja so ein Ausdruck wäre von man erblindet, weil man irgendetwas nicht sehen will in seinem Leben. Also wenn ich sowas höre, so gut etabliert wie heute eben die Naturwissenschaft in ganz vielen Bereichen der Medizin ist und dann kommen noch solche unqualifizierten Kommentare, zumal ich sagen muss, dass hier auch als Psychologe kann ich das sagen, dass diese Konversionstheorie von Freud hier wirklich auch komplett fälschlicherweise, muss man sagen, auch auf Bereiche der Psychologie übertragen wird oder der Medizin, für die sie eigentlich nie konzipiert waren. Und das ist ein riesengroßes Problem, aber diese Psychologisierung, die finden wir eben wirklich bei all diesen Erkrankungen immer wieder. Und ich hatte auch so über die Stigmatisierung von CFS-ME gesprochen in dem vorausgegangenen Video. Und auf jeden Fall stellte dieser Chefarzt dann diese Diagnose der Konversionshysterie und sprach noch von der Belle Indifférence. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Das ist ein französischer Begriff. Das wäre so das Symptom, was er beobachtet hätte von einer, wie beschreibe ich es jetzt am besten? Also dass die Patienten, denen man diesen Begriff zuschreibt, wirken trotz ihrer massiven körperlichen Beschwerden oder einer ernsthaften Erkrankung relativ unbeteiligt oder unbekümmert. Und anhand dieses Leitsymptoms hat er eben die Konversionshysterie diagnostiziert und er verwies noch darauf, dass die vorherige Diagnose CFS-ME von einem CFS-Spezialisten kam und deswegen hätte er auch gar keine andere Möglichkeit gehabt, als genau diese Diagnose zu stellen und das hält er aber für nicht zulässig und auch nicht korrekt. Und er empfahl das Mädchen dann wirklich also mittels der Psychoanalyse zu behandeln, am besten einzuweisen. Und ja, kann man sich vorstellen, und ich will da überhaupt nicht spekulieren, wie viele Menschen wirklich auch zu Unrecht in die Psychiatrie gekommen sind, weil ihnen eben bei diesen Dingen nicht geglaubt wurde oder weil man nicht ordentlich nachgeschaut hat, biologisch, was da, welche Unstimmigkeiten da bestanden. Und als jemand, der Psychologie studiert hat, bin ich sowieso auch ein großer Kritiker, da sind viele Leute manchmal überrascht. Ich bin ein großer Kritiker von Psychotherapie, also nicht der Psychotherapie per se, muss ich jetzt natürlich aufpassen, was ich sage. Natürlich arbeite auch ich psychotherapeutisch, aber dieses Psychologisieren ist tatsächlich ein riesiges Problem bei vielen Psychotherapeuten und bei vielen Psychiatern. Also wenn Leute in die Praxis kommen, dann ist das Mindeste, auf was man hinweisen sollte, zum Beispiel bei einer Depression, dass man auch sich Dinge anschaut wie Hormonstoffwechsel, Schilddrüse, ein Diabetes, das Ernährungsverhalten. Und das Interessante ist, dass es auch immer wieder in den Empfehlungen der Fachgesellschaften auftaucht. Habe ich jetzt erst wieder einen Artikel darüber veröffentlicht im Naturarzt. Das taucht in den Empfehlungen der Fachgesellschaften wirklich so auf, dass man sagt, wenn die Leute kommen mit Depressionen oder Angststörungen, gehört eine Analyse des Ernährungsverhaltens dazu, weil wir eben wissen, dass eine moderne westliche Kost Depressionen fördern kann. Und Studien haben auch gezeigt, dass wir zum Beispiel mit einer Modifikation des Ernährungsverhaltens hin zu einer eher mediterranen Kost, sage ich jetzt beispielsweise, wirklich auch junge Erwachsene innerhalb von wenigen Wochen aus einer moderaten Depression holen können. Ohne Psychotherapie, ohne Psychopharmaka, ohne diese ganzen Interventionen, die heute so weitreichend genutzt werden. Und muss man sich natürlich vorstellen, auch was das für Menschen bedeutet, die jahrelang eben glauben, sie müssten in der Psychoanalyse einen Konflikt aufarbeiten, wie da oft auch so drauf hingedrückt wird, du musst jetzt irgendwas suchen, gab es da nicht was in deiner Kindheit?
Oder auf der anderen Seite eben in der Verhaltenstherapie werden wir im nächsten Video darüber sprechen, wie teilweise sinnlos eine Konfrontationsstrategie sein kann, wenn man sich nicht vorher um die Restaurierung seines Mikrobioms kümmert. Das kann dort absolut im Weg stehen. Deswegen bin ich auch trotzdem ein großer, nicht ein großer Kritiker, aber jemand, der eben auch diese ganzen Methoden kritisch sieht, vor allen Dingen, wenn sie unhinterfragt angewendet werden und vor allen Dingen auch, das ist das, also das ist jetzt analog zu dem, was dort mit Freuds Theorie passiert ist, wenn man das einfach auf Bereiche überträgt, wo es nichts zu suchen hat. So, also das war dann der Abschlussbericht und die Empfehlung, wie mit dem Mädchen zu verfahren ist. Und aber zum Glück haben die Eltern wieder nicht gehört und brachten das Mädchen eben jetzt im November 2006 zu Miles und seinem Kollegen. Und hier machte man zum Glück noch eine weiterführende Diagnostik, etablierte dort noch viele andere Biomarker, eben für das CFS-ME. Zum Beispiel konnte man zeigen, dass die Aktivität der natürlichen Killerzellen deutlich herabgesetzt war, hatte ich euch in dem vergangenen Video ebenfalls erklärt. Das sind so es gibt diese sieben zentralen Krankheitsmechanismen bei dieser Erkrankung und das Mädchen erfüllte sehr viele davon. Also alle Diagnosekriterien waren dort tatsächlich, der CDC waren erfüllt. Man konnte wirklich von einem chronischen Erschöpfungssyndrom sprechen. Und zusätzlich gab es eben auch noch diese Biomarker. Es sind heute noch keine allgemein anerkannt, aber wir wissen aus zahllosen Studien, dass diese eben die CFS-Patienten sehr, sehr gut beschreiben, beziehungsweise nochmal so ein Stück weit in Subpopulationen zergliedern. Was wurde nun mit dem Mädchen gemacht? Das Mädchen wurde bereits an diesem Tag, am 10.11.2006, auf eine Intervention eingestellt. Und zwar eigentlich genau diese Geschichte, die eben auch in den Interventionsstudien später gemacht wurde. Zum einen eine Leaky Gut-Diät zur Reparatur der Darmbarriere. Auf der anderen Seite gab es relativ breit gefächerte Nahrungsergänzungsmittel, die sich nochmal in zwei Gruppen teilen lassen. Auf der einen Seite haben wir eben die Substanzen, die die Reparatur der Darmbarriere fördern: Glutamin, Zink, N-Acetylcystein, NAC. Das ist das, was eben auch in der Interventionsstudie die Basis bildete. Und auf der anderen Seite wurden hier vor allen Dingen Antioxidantien eingesetzt, weil man zeigen konnte, dass aufgrund von erhöhtem oxidativen und nitrosativen Stress, das ist die zweite Gruppe, das sollte man unbedingt erheben lassen. Hatte ich ebenfalls im Video darüber gesprochen. Wenn du wissen möchtest jetzt, ob du ebenfalls so stark profitieren könntest, wie es das Mädchen dann machen wird, ich nehme es schon vorweg, dann solltest du auf der einen Seite nach der Darmbarriere schauen, zum Beispiel mittels Marker wie Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin oder auch mit einem Lactulose-Mannitol-Test meinetwegen. Und auf der anderen Seite unbedingt über Urintests beispielsweise schauen, ob du unter vermehrten oxidativen und nitrosativen Stress leidest. Also das war dann die zweite Linie des Angriffs sozusagen, dass man Nahrungsergänzungsmittel gezielt eingesetzt hat, um eben diese bereits durch den oxidativen und nitrosativen Stress eingetretenen Schäden zu beheben. Und das machte man am Anfang teilweise auch intravenös, was man noch machte, weil man festgestellt hatte, dass es einen Mangel an Immunglobulin G3 gab. Hier gab man das ebenfalls intravenös. Und dann verging erstmal lange Zeit und es passierte nichts. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie deprimierend das Ganze ist. Jetzt glaubt man wirklich eine Lösung gefunden zu haben, weil viele Laborparameter auf einmal stimmen. Es gibt eine klare Diagnose. Es gibt auch sehr motivierte Ärzte, die sagen, übrigens, das muss ich dazu sagen, Maas ist selber ein Psychiater und das ist wirklich absolut, also das ist ganz beschreibend, finde ich, für das westliche medizinische System. Der Neurologe, der kein Psychiater war, der schaute hin und sagte, ja, es ist diese Konversionshysterie und hat mit der Bell-Interferenz, hat er das Leitsymptom diagnostiziert. Und Maas ist selber Psychiater und hat gesagt, er hat bei diesem jungen Mädchen nie so etwas feststellen können wie eine Bell-Interferenz, sondern er hat gesagt, vor ihm saß einfach nur ein todtrauriges junges Mädchen, das verzweifelt war und sein Leben zurückhaben wollte, was wirklich gedacht hat, das Leben ist vorbei. Und so ging es natürlich auch den Eltern. Also versetzt euch jetzt einfach mal in die Lage der Eltern.
Wenn ihr eine Tochter habt oder einen Sohn, das ist ja egal, aber wenn ihr euch vorstellen müsstet, der ist so jung, hat das ganze Leben noch vor sich und auf einmal passiert aus dem Nichts so eine Geschichte und euer Kind sitzt im Rollstuhl und alles scheint nur noch immer schlimmer und schlimmer zu werden. So, und dann war das natürlich ein riesiger Lichtblick jetzt, dass man gedacht hat, okay, man setzt da alle Hoffnung rein und auf einmal passiert eigentlich nichts. Also die Kontrolltermine waren dann im neuen Jahr, also 2007, aber Anfang des Jahres geschah nichts bis zum Mai, da passierte auch noch nichts. Die Reaktion, die IgA und IgM-Reaktion des Immunsystems auf die LPS ging zwar signifikant zurück, blieben aber auf einem riesig hohen Niveau. Und ich habe euch hier eine Grafik eingeblendet, wo man das schön beobachten kann. Bereits dann beim nächsten Besuch, und das war dann im Sommer, kam das Mädchen nicht im Rollstuhl hereingeschoben, sondern kam hereingelaufen. Sie lächelte, lief in das Zimmer und sagte, dass es ihr auf einmal besser geht und besser gehe und dass das ganz toll sei. Sie könne auf einmal wieder Bücher lesen. Also einfach schon auch immer, das ist so ein ist etwas ganz Fürchterliches bei CFSME und ich habe die Diagnose ja auch erhalten. Wenn bereits diese kognitiven Anstrengungen dazu führen können, dass man eine Symptomverschlimmerung hat, man kriegt auch die Zeit überhaupt nicht mehr um, weil man nur noch dahin vegetiert. Man kann nicht lange fernsehen, man kann sich keine interessanten Vorlesungen anschauen, man kann keine Bücher lesen, was auch immer, weil das alles schon teilweise zu viel ist. Diese Informationsflüsse, die da kommen, das triggert sehr häufig die Beschwerden der Erkrankung. Und jetzt sagte sie auf jeden Fall, dass sie wieder Bücher lesen könne, dass es ihr besser gehe. Sie hätte zwar immer noch viele Symptome und auch noch regelmäßig Bauchschmerzen und ab und zu Durchfälle, aber insgesamt ging es ihr deutlich besser. Und das korrelierte auch eben mit den Reaktionen des Immunsystems. Was sie noch sagte, ist, dass sie wieder teilweise an Schwimmkursen teilnehme und dass ihr das auch großen Spaß bereite. Also es gibt auch schon wieder so ein bisschen körperliche Aktivität war jetzt wieder möglich. So. Und jetzt kommt das eigentlich der wunderschöne Abschluss dann der Geschichte. Also sie hat immer, was sie gesagt hat, noch ab und zu Bauchschmerzen, Durchfälle. Dann hatte sie mal eine Phase, wo es wieder zu geschwollenen Lymphknoten kam. Man muss natürlich hier auch immer schauen, das ist so ein Abwägungsprozess, dass man, wenn es einem besser geht, das musste ich auch auf die harte Tour lernen, trotzdem nur Schritt für Schritt vorangeht und nicht wieder so ist wie vorher und wiederhergestellt. Sondern dass das Ganze seine Zeit braucht. Aber diese Lehre daraus, es hat 6 Monate gedauert, bis sich überhaupt dort was verändert hat, wirklich klinisch, bleibt bitte bei den Interventionen, gebt diesen Zeit. Diese Schäden, die über Jahre gesetzt wurden oder über Monate, wie bei den Mädchen, die kann man nicht in ein paar Wochen rückgängig machen. Und das ist leider das, was ich immer wieder bei vielen betroffenen Patienten beobachte. Dass hier versucht wird, wirklich mit der Brechstange zu arbeiten, und dann wird eine Intervention ausprobiert und wenn nach 2 Monaten sich nichts geändert hat, wird das Ganze verworfen. Da zeigen so viele Studien, dass das ganz großer Käse ist. Gebt den Interventionen ihre Zeit. Und schließlich 2007, dort berichtet dann das Mädchen, dass sie im Januar wieder in die Schule gegangen ist. Und dass sie vor allen Dingen auch an den Schwimmkursen teilnimmt, dass sie an Fitnesskursen teilnimmt, dass ihr das riesigen Spaß bereitet, sie sich genauso wieder fühle wie vorher und ganz stolz ist sie auch, dass sie das Schuljahr dann trotzdem mit vielen Nacharbeiten und Heimunterricht mit einem sehr gut abschließen konnte. Und genau, dann. Das ist eigentlich so, ja, das ist eigentlich das Ergebnis, dass es ihr wieder genauso gut geht, sie gar keine Symptome mehr hat, sie in der Schule ist, sportliche Aktivitäten machen kann und gerne, dass die IgG-Infusion, die wurden vorher schon abgesetzt und gerne hätte sie auch die Diät und die Supplemente beendet und musste dann erst von den Ärzten motiviert werden, weil natürlich niemand wusste, okay, ist das jetzt eine Remission? Was passiert denn? Gibt es einen auslösenden Faktor für die Störung dieser Darmbarriere? Oder eben nicht. Es ist nicht gesagt, dass wenn dieses Mädchen eben wieder normal weitergelebt hätte, ob dann dieser symptomatische Erfolg auch hätte aufrechterhalten werden können. Deswegen mussten sie motivieren und schweren Herzens hat sie das dann auch gemacht. Wahrscheinlich störten sie nicht so sehr die Nahrungsergänzungsmittel, weil die Pillen schlucken, ich denke, das kriegt man ganz gut hin, auch als Teenagerin. Aber eben die
Ernährungsumstellung, die Leaky Gut Diät, das ist natürlich schon ein richtiger Eingriff, vor allen Dingen, wenn man in so einem Land wie, ja, in einem Land innerhalb Europas wohnt oder auch in den USA, weil natürlich gerade die junge Generation sehr durch die typisch verfügbaren Lebensmittel heute geprägt wird. Viel Zucker, viel synthetische Zusatzstoffe und so weiter. Und das ist dort natürlich alles tabu. Die Ernährung ähnelt dann meistens eher solchen Diäten, die wir hier immer besprechen: SCD, GAPS, Paleo, Autoimmunprotokoll, solche Dinge. Also da fällt sehr viel weg, vor allen Dingen alle möglichen synthetischen Geschmacks-, Konservierungs- und Farbstoffe. Aber jetzt nochmal so zum Fazit dieser Geschichte. Und vielleicht auch nochmal mit den Grafiken, wo ihr wirklich seht, wie sich das verbessert hat. Hier ist der neben der Reaktion des Immunsystems eben auch sind die Scores auf der Fibro-Fatigue-Scale dargestellt, wie das wirklich über die Zeit signifikant immer weiter sinkt, bis eigentlich auf Normalniveau. Und wie so ein Mädchen aus dem Rollstuhl, das komplett eigentlich kein Leben mehr hatte, muss man wirklich so sagen, so traurig wie das klingt, ihren Weg ging wieder hin an die Schule, wo sie geschwommen ist, wo sie an Fitnesskursen teilnahm und wieder ein begeistertes junges Mädchen war, das vor allen Dingen alle Träume und Hoffnungen für die Zukunft noch haben kann. Wäre das Mädchen nicht in die richtigen Hände geraten, wäre die Geschichte vielleicht ganz anders ausgegangen. Und das ist für mich auch so ein Aufruf jetzt nochmal für alle von euch da draußen. Wenn ihr jetzt zuschaut und ihr habt noch starke Symptome, egal ob MCAS, CFS, Fibromyalgie, Reizdarm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, was auch immer, gebt euch bitte nicht auf. Es gibt diese Hoffnung auf Heilung auf jeden Fall. Es gibt zumindest die Hoffnung auf starke symptomatische Verbesserungen. In diesem Kontext muss ich hier natürlich erwähnen, es hat die Interventionsstudie von Maes und Kollegen dann nochmal untermauert. Die Heilungserfolge oder das Induzieren einer Remission war abhängig von der Krankheitsdauer und dem Alter der Patienten. Also diese junge Patientin mit ihren 13 Jahren und ihrem anderthalb Jahr Krankheitserfahrung hatte auch die allerhöchsten Chancen, eben wieder komplett gesund zu werden. Das wird vielleicht nicht für alle funktionieren, aber ihr könnt auf jeden Fall eure Beschwerden deutlich verbessern. Das verspreche ich euch. Gebt nicht auf, sucht eben nach diesen roten Fäden in eurem Krankheitsverlauf, arbeitet an eurer Darmgesundheit und lasst euch bitte nicht psychologisieren, lasst euch nicht auf diese Argumente ein, ja, das ist ja nur von der Hypochondrie über die somatoforme Störung und auch sowas Verrücktes wie die Konversionshysterie. Das ist nicht der richtige Weg. Das sollte die allerletzte Lösung sein, wenn ihr wirklich sagt, wir haben alles untersucht, ich habe alles probiert. Jetzt beschäftige ich mich eben auch mit diesen Dingen. Ich bin grundsätzlich überhaupt nicht gegen psychotherapeutische Interventionen, auch alle Dinge. Ich predige selber immer, weil ich da mit dem Schwerpunkt Psychosomatik arbeite, Dinge wie Entspannungsverfahren, Achtsamkeitstraining. Das ist alles absolut wertvoll und es wurde in hunderten Studien gezeigt, wie sich das eben körperlich auswirkt, auf die Genexpression, auf die zirkulierenden Zytokine. Aber diese Idee, dass das alles psychogene Geschichten seien, also wirklich durch die Psyche hervorgerufen, die ist überhaupt nicht haltbar. Also, habt Hoffnung, geht diesen Weg, seid motiviert und ich bin mir sicher, ganz viele von euch können einen Weg wirklich aus diesem dunklen Loch finden. Dafür drücke ich euch alle Daumen, die ich habe, zwei Stück. Und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Dann wird es eben wie versprochen um das Verlernen von Ängsten gehen und warum die Konfrontationstherapie, die ich vorhin schon mal angeschnitten habe, im Rahmen der Psychotherapie so oft nicht von Erfolg gekrönt ist. Was da vorausgehen sollte, darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute, euer Thomas. Ciao!